Heute, liebe Zocker und YouTuber, machen wir mal ein Experiment hier in Diablo 4. Und zwar habe ich ja die Season 2 abgeschlossen, bin auch auf einem guten Weg nach oben. Hier 61 sind wir mittlerweile. Und ja, es gibt ja außer der Season 2 auch noch einige neue Endgame-Contents und die würde ich gerne mal ausprobieren. Da weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nichts drüber. Entschuldigung für den Rumpler am Mikrofon. Außer, dass man hier bei der Kräutertante diese drei Kisten herstellen kann. Habe ich mal gemacht und jetzt gucken wir mal da rein. Da ist ein gurgelnder Kopf drin. Was macht man mit einem gurgelnden Kopf? Ich hätte das ja, glaube ich, gar nicht auspacken dürfen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wofür? Also, Moment mal. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, was ich da gemacht habe. Also, ich habe hier diese ganzen Sachen genommen. Da ist auch ein gurgelnder Kopf drin. Interessant. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, was wir damit machen. Moment, warte mal. Ich bin jetzt komplett verwirrt. Also ich habe mir hier diese Kisten herstellen lassen. Diese Handwerkstruhen. Und jetzt ist da aber genau wieder das drin, was ich da reingesteckt habe. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich da gerade getrieben habe. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich nehme mal von jedem eins mit. Und ich stelle diese Truhen her. Moment. So, da ist ein Femur, da ist noch ein Femur drin. Das scheint nur so eine Art Umwandlung zu sein. Ja, also ich behaupte, wir brauchen auch noch eine Hand. So. Und jetzt gehen wir mit diesem Zeug. Ich bin komplett verwirrt. Jetzt gehen wir mit diesem Zeug hier hin. Da habe ich nämlich einen Dungeon gesehen. Schon schlimm, wenn man keine Ahnung hat von dem, was man tut. Jetzt habe ich diesen Dungeon gesehen. Und da kann man wohl jemand beschwören. Mit diesen drei Items hier. Mit diesen... Wo sind sie? Da. Kopf, Knochen, Hand. Ja, damit kann man jemanden beschwören. Ich war eben bei der Tante und hab mir mit jeweils eins dieser Items so eine Truhe herstellen lassen. Aber da waren nur wieder diese Items drin. Also zufällig generiert. Ich nehme mal an, das ist nichts weiter als eine... ja, als ein Zufallsgenerator, um, falls man nur Köpfe hat oder nur Knochen oder nur Hände, sich quasi einen neuen zu basteln. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werfe mir mal ein bisschen was ein. So und so. Damit ich halbwegs geschützt bin. Ich weiß nämlich nicht, was mich da erwartet da drin. Ich weiß nur, dass ich es für die nächste Stufe brauche. Und zwar zeigt mir hier, besiegt das Echo von Varshan auf Weltstufe 3, bin ich ja, beschworen unter dem flüsternden Baum mit Materialien aus dem flüsternden Truhen. Habe ich gemacht. So, jetzt gehen wir mal da rein und kriegen wahrscheinlich irrsinnig eins auf der Mütze. Oder rein. Ah, jetzt hat es geklappt. Oder was passiert da jetzt? Ich habe ein bisschen Bammel, weil... Wie sieht es denn hier aus? Okay, das ist wie gesagt nicht Inhalt der Season 2, sondern das ist ein Teil des neuen Endgame-Contents. Was sind das für Level hier? Keine Ahnung, was das für Level waren. 5 Level über mir, oder? Sah jedenfalls so aus. Die sterben so schnell, ich kann es nicht sehen. Jo. Ich guck mal ganz kurz nach. Was haben wir für eine Rüstung? 77%, das ist okay. Was haben wir für Widerstände? Ja, leidlich. Wir werden sehen, was uns da erwartet. Münstren! Ich weiß gar nicht, wer Varshan ist. Wer ist Varshan? Keine Ahnung, wer Varshan ist. Wir werden es sehen. Gut, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wahrscheinlich ist das ein Riesenfehler, dass ich hier reinlatsche. Wahrscheinlich ist das die letzte Aufnahme mit dem Totenbeschwörer auf Hardcore. Okay. Da ist ein Altar. Ich weiß nicht, ob ich da... Was soll ich denn da? Ja, komm, beschwör mal. Juhu, geht los. Hilfe, Hilfe. Wer ist Varshan? Der da, okay. Okay. Kann der auch was? Noch nicht.
Da hinten ist noch was. Das müsst ihr auch hier töten, hier dieses Vieh. Au. Au. Wo ist er? Nein, 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 nicht mich. Nee, nicht, nicht mich. Nicht mich. Er ist verscharrt. Nein. Ja, ja, ja. Jetzt hat er wieder irgendwelche Viecher beschworen. Jetzt macht er wieder irgendwelches Gedöns hier. Jetzt ist er betäubt. Das ist gut. Okay, eigentlich eine Lusche, ne? Nichtsdestotrotz hat er ein bisschen was gedroppt. Einiges sogar. Aber er hat schon ein bisschen Aua gemacht. So ist es nicht. Okay, bin mir nicht sicher. War das jetzt was? War das jetzt was Neues oder nicht? Es war auf jeden Fall schon mal eine interessante Angelegenheit. Warshan. Wer war denn Warshan? War das aus der Season 1 der Typ? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Kann mich, wie gesagt, nicht mehr dran erinnern. Wir gucken mal ganz kurz, was wir da haben. Müsste glatt nochmal nachgucken. Mit Season 1 hat er jedenfalls, glaube ich, nichts zu tun. So, was haben wir da gekriegt? Blutwoge benutze ich nicht. Löst bei euren Dienern eine Mini-Nova aus. Was? Die Blutwoge nutzt bei meinen Dienern eine Mini-Woge aus? Die bla bla viel zu wenig Schaden verursacht. Der Schaden wird für jedes Ziel, das bei der ursprünglichen Wirkung getroffen wurde, um 10% erhöht bis maximal 50%. Das ist aber auch noch nicht so viel. Schaden der Fähigkeit Blut. Ist es für ein Blutfuzzi? Das Einzige, was schade auf dem Ding ist, ist die 25% Schaden bei Herbeirufung. Rang für die passive Fähigkeit gewonnenes Blut. Der Rest ist aber nicht so pralle. Das können wir uns. Das können wir mal zerlegen. Das können wir gebrauchen. Boah, was ist das denn? Derbes. 738 plus 200 Schaden. Plus 40 alle Werte, plus 76 Intelligenz. Wuhu! Oh. Krasses Teil. Leider wesentlich besser als dieses Ding. Dunkelheit, unterkühlt, Widerstand gegen Kälte, 90 Intelligenz. Ja, ich fürchte wesentlich besser. Wo ist das Ding? So, mehr können wir nicht. Wo kriegen wir das her hier? Da müssen wir zur Höllenflut rein. Aber hier allein schon diese Werte hier. Plus 347 Schaden. Das Ding legen wir uns mal ganz fröhlich zur Seite. Den Rest können wir, glaube ich, zerlegen. Nee, jetzt auch nicht. Das packen wir weg. Und den anderen Krempel können wir zerlegen. Ja, der Schild. Schild benutze ich nicht. Ließ sich gut zerlegen. So. Warshan. So, jetzt gucken wir mal nach. Haben wir hier irgendwas gekriegt? Nee, 72%. Ich könnte Probleme kriegen hier. Was müssen wir denn noch machen hier? Was haben wir? Drei Sachen noch. Töte einen anderen Spieler. Möchte ich nicht machen. Horrorpilger. Schließe Albtraum-Dungeon Stufe 10 ab. Okay, das kriegen wir irgendwie hin. Besiege einen Weltboss. Will eigentlich nicht. Aber gut, wir gucken mal, ob wir da hinkommen. Also ich bin jetzt scheinbar an so einen Punkt gekommen. Was ist das? Zweihandstreitkolb kosmetisch. Okay. Ich bin anscheinend gerade an so einen Punkt gekommen, wo ich jetzt erstmal kaum 63, wo ich kaum weiterkomme. Albtraum Dungeon Stufe 10 könnte ich noch kriegen. Ich mache mal noch ein bisschen Höllenflut hier. Einfach um ein bisschen nicht Höllenflut, die Ernte, um da noch ein bisschen, die Bluternte, um da noch ein bisschen Erfahrung zu generieren. Die macht irrsinnig Laune, wenn es darum geht, Erfahrung zu sammeln. Außerdem sind wir nach gerade so schön gebufft. Wo kommen wir denn hier raus? Ich glaube, die waren sogar 4 Level über mir, oder? Die Viecher. Keine Ahnung. Vermutlich. Also im Prinzip muss ich mittlerweile nur noch hier jetzt aufjuckeln.
besonders stolz, kann ich keine Ahnung, ob man darauf stolz sein kann, mich auf Folgendes, pass mal auf. Hier Offensivwerte. Wo ist es? Schaden der Skelettmagier, 248%. Dasselbe mache ich übrigens bei Krieger. Die Skelettmagier sind schon derbe. Quasi ein Schuss, ein Treffer. Seht ihr, ja? Aber ich will ja hier eigentlich nur... Das heißt, ich renne hier im Prinzip ein bisschen rum. Den Rest machen meine Viecher. Hin und wieder müssen wir mal dem Viecher haben, das jetzt, was hier Sache ist, müssen wir mal ein paar Beschwörungen machen, aber im Prinzip geht es jetzt. Betäubt wird auch immer fröhlich. Und Bosse kann man auch klatschen, wie ihr gesehen habt. Ich suche ja eigentlich... Eigentlich suche ich ja hier die... Die Quests, die man hier machen muss. Oder diese Särge, die sind auch toll. Manchmal sind da Legendaries drin. Aber meistens nur Zeug zum Zerlegen. Lasst doch die Viecher hier in Ruhe, die tun euch doch gar nichts. Ich brauche mehr Zeit. Oh. Selbst die kleinen Elites gehen relativ fix weg. Alles gar kein Thema. Da ist noch ein Sarg. Warte mal, ich habe einen Punkt gekriegt, ne? Hier wollen wir als nächstes hin. Nochmal 20% mehr Schaden auf Diener. Wunderbar, nehmen wir auf jeden Fall. Na. Jemand auf mich geschossen. Frechheit. So, und die müssen wir eigentlich machen hier. So, was war das? 5 irgendwas müssen wir noch. Okay. 5 irgendwas haben wir gerade gekillt. Warshan. Wer war dieser Warshan? Den gab es doch vorher nicht, den. Diese Höhle unter dem flüsternden Baum. Aber Snoopy kann mir das bestimmt erklären. Wer Warshan ist? Ich bin der Meinung, der ist aus dem aus der ersten Season. Hoppala. Oh, da sind viele von denen, die ich töten muss. Auf die Ecke. Müsste bald auch wieder hier einen Aufstieg bei den Jägern haben. Also diesen Jägerhuhn. So, kommt mal mit, ihr Viecher. Ich bin noch nicht bereit. Das ist immer noch so ein bisschen was, bevor ich Angst habe. Diese Elementarschäden, die hier überall droppen. Was? Minika, das ist irgendwas. Ah, okay. So. Warte mal, da liegt noch irgendwas rum. Wir latschen einfach mal hier quer durch Querfeld ein. Was ich mittlerweile ganz gut habe, ist Stählung, die kommt sofort rein. Was ich wenig habe, ist Leben auf der Brust. 2000 Leben ist eigentlich auf Stufe 61 relativ erbärmlich. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Und ich muss mal noch die ein oder andere Höhlenflut machen. Oh, guck mal, da haben wir ein Ereignis, das nehmen wir mal mit. Manchmal sind das so Special-Ereignisse. Ab in den Rotaminrausch. Bin mir aber nicht sicher, ob das hier ein Special-Blutereignis ist. Also so auf Season 2 zugeschnitten. Nee. Sieht mir harmlos aus. Aber ist ganz gut, um Sachen zu farmen. Ich stelle mich in die Mitte und fluche einfach in der Gegend rum. Hier, bei so einem Monster schicke ich hin und wieder mal den Golem hin. Da können wir mal aktiv mithelfen.
So. Da ist noch ein Golem hinkommen. Bam! Ich muss sagen, der Minion-Bild ist schon cool. Hat schon Spaß. Ey, was willst du hier bei mir? Betäubt und weg ist er. Hier, vor sowas habe ich eigentlich noch Angst. Sowas hat mich mal aus dem Latschen gehauen. So eine Explosion. Ach, da war wieder so ein Special-Mob. Kann auch hier überall mal diese Leichenexplosionen verteilen. Verreckt die gleich beim Spawnen, wenn sie drauf spawnen. Hier, Golem hinter. Bam! Ich stehe hier in der Mitte. Oh, wir haben was. Wir haben irgendwas gekriegt hier. Irgendwas haben wir freigeschaltet. Genau das wollte ich ja haben. Da, Golem hinter. Hast du ihn vernichtet, Goli? Ja, das ist noch ein Special Move. Oder? Bin mir nicht sicher. Das ist die einzige Geschichte, wo du einfach in der Mitte stehen bleiben kannst und zugucken kannst, wie deine Mobs alles umbringen. Geil, Omat. So, haben wir hier noch irgendwas? Was ich gerne hätte, wären diese Knochenfragmente. Aber ich finde hier nur Smaragdfragmente. Okay. So, raus hier. Ich habe ja im Moment, wie ihr unten rechts seht, 6 und 6 Viecher, also 12 Viecher plus den Golem, also 13 Viecher. Ich frage mich, ob man eine dieser Verzauberungen auch auf die Waffe machen kann. Dann hätte ich nämlich da auch nochmal eine Möglichkeit, noch ein Viech mehr rauszukitzeln. Also 7. Beziehungsweise eigentlich 2 mehr, weil dann würde ich die, wenn ich die anderen noch hier auf den Dings setzen kann, dann könnte ich quasi 7 und 7, das wären 14 Mobs, also 14 NPCs. 14 Mensch, ihr wisst, was ich meine. So, wo sind die Möpse? Wer ist er denn? Ich hasse die Kerle. Da, Tierknochen. Das will ich haben. Tierknochen, danke. Haben wir sie jetzt alle. So, warte mal, was müssen wir denn hier noch machen? Wir müssen noch Blutsucher töten. Au, sind das Blutsucher? Oh, danke sehr. Ja, das waren Blutsucher, würde ich sagen. Wie praktisch. Man ruft nach ihnen und dann sind sie da. So, was müssen wir hier noch machen? Hier müssen wir noch zerstöre Vampirstrukturen. Die sind auf der Karte markiert. So. Dafür müsste ich sie natürlich finden. Da unten ist ein Mobs. Ein Mobs, ein Special Mobs. Hier, erstmal das Viech hier töten. Komm. Der ist so nervig. Felix. Ist der einzige Nachteil, man sieht nichts hier. Ich bin noch nicht bereit. So. Trotzdem habe ich noch keine Vampirstruktur gefunden. Metzel. Da ist eine Vampirstruktur. Zwei sogar. Kommt mal mit hier, ihr Viecher. Da, holt euch das mal. Das müsste eine Vampirstruktur sein. War auch eine. Das ist die nächste. Und noch eine, super. Weg hier. Ja, ein bisschen mulmig ist mir bei sowas immer noch. Aber im Moment geht das alles ganz gut. Sterbt doch mal alle. Ich verliere auch keine Mobs, wie man hier. Keine Begleiter, wie man hier sieht. Ich bin halt noch vorsichtig, aber vorsichtig ist besser. Dass ich umkippe, dann war es.
Da ist noch eine. Noch ein Paragon-Punkt, sehr schön. Was schießt ihr denn da? Schneller weg, als er gucken konnte. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Vampirstruktur, richtig? Jo. Da oben ist er. Ich sehe sie. Dann können wir uns hier auch schon wieder verdünnisieren. Was ist das hier? Eine Vase. Moment. Was haben wir hier? Angriffsgeschwindigkeit für Diener. Das ist auch nicht schlecht. Angriffsgeschwindigkeit ist ja gleich Schaden quasi. Also eigentlich stand da 2,5 mehr Schaden. Ich bin noch nicht bereit. So, das da müssen wir zerstören. Zack, und schon sind wir fertig. So, ich habe übrigens eine einzige bisher, eine aller einzigste Schriftrolle der Flucht gefunden. Die habe ich auch benutzt, als ich das aller einzigste Mal dem Butcher begegnet bin. Der Swoopy sagt, im höheren Level ist der einfach. Allerdings habe ich mir gesagt, wir probieren das dann aus, wenn wir keine Schriftrolle der Flucht haben. Was haben wir denn da Interessantes? Primärangriff. Maximum an Skelettmagier. Ganz wichtiges Ding. Die kann man nämlich nur finden. So, jetzt latschen wir mal kurz hier rüber. Nee, da nicht. Das ist getan. So, jetzt kann ich also x-mal Vashan zerkloppen, aber warum? Wofür? Und wer ist Vashan? Bedienung eines Königs. Achso, ich muss ja natürlich hier nochmal reingucken. Ja. Bären. Da haben wir wieder so eine Hand, ne? So eine komische. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir gucken jetzt nochmal bei so einem. Bei so einem Anschlagbrett vorbei. Da oben. Und gucken mal, ob wir nicht nochmal ein paar Sachen einlösen können. Beim Jägerbrettchen, Tatsache, viele fehlen mir nicht mehr. Was kriege ich was Besonderes, wenn das voll ist hier? Ich hoffe ja. So, wo ist das Ding gelandet? Wo ist die Kiste? Da. Juhu. Bin begeistert. Mächtiges Blut. Die können da liegen bleiben, die brauche ich nicht. So, jetzt gucken wir mal hier noch rein. Da bin ich auch die ganze Zeit die Sache noch am Hochbringen. Im Prinzip habe ich aber alle schon nach oben gebracht. Ich habe festgestellt, das Maximum ist Stufe 3. Das heißt, eigentlich kann man hier nur noch wild drauf rumkriegen. Ob man dann irgendwas Besonderes kriegt, wenn man ganz oben angekommen ist, ich weiß es nicht. Ja. Da müsste man einfach auch alle Punkte wild ausgeben anklicken können. Aber kann man nicht. So, jetzt sind wir auch auf 2. So, haben wir noch was? 2 können wir noch. 2 hin, einer im Sinn. Das war's. So. Gut, lassen wir so. Ja, das ist so mein Ding gerade. Das heißt, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, dass ich mal niese. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch für die nächste Stufe. Weltboss, weiß ich nicht. Also Albtraumstangen Stufe 1 probiere ich mal. Ich hoffe, das bringt mich über diesen Strich hier. Ich habe schon die Vermutung, nein. So einen anderen Spieler töten im feindlichen Gebiet? Nee. Dann eher einen Weltenboss. Dann gehe ich halt auf Stufe 1 zurück und hole mir da einen Weltenboss. Das ist mir dann vollkommen Wumpe. Das ist ein bisschen feige, aber hier steht ja nicht, wo ich den besuchen, wo ich den erlegen muss, ne? So, das ist jetzt so
das, was wir als nächstes machen. Haben wir jetzt nicht zufällig irgendwo mal eine Sturmflut? Nein, eine Höllenflut. Egal. Wir sehen uns wieder, wenn ich irgendwas Dummes mache, wie zum Beispiel einen Weltenboss angehen für die nächste Stufe. Oder aber sollte ich das schaffen, dann sehen wir uns wieder, wenn ich den nächsten Capstone Dungeon mache. Und dann gucken wir mal weiter. Ich sage danke fürs Zusehen, euer Mr. Flag aus Diablo 4. Man muss sagen, Post-Season 2. Tschüssi. Schreibt mir mal drunter, wer Warshan ist.